Ja, grüße euch, meine lieben Freunde. Ja, heute ein sehr tiefgreifendes Thema, ein Thema, wo ich mich selbst schon fast mein Leben lang damit auseinandergesetzt habe. Und zwar eine ganz entscheidende Frage, die sich jeder einzelne Mensch auf dieser Welt irgendwann mal stellen muss oder sich, ja, dieser Frage kommt niemand. Kein einziger Mensch auf diesem Planeten entkommt dieser Frage. Die Frage ewiges Leben oder ewiger Tod. Das ist, glaube ich, so eine zentrale Frage, die immer schon, die ich vielleicht schon als kleines Kind nur so am Rande vielleicht einmal berührt hat, ja, aber im Laufe deines Lebens, je älter du wirst, desto intensiver wirst du dich vielleicht damit beschäftigen, beziehungsweise wenn du irgendwelche Krankheiten hast oder wenn es dir schlecht geht oder wenn Schicksalsschläge auf dich zukommen. Und das ist bei jedem Menschen irgendwann einmal, früher oder später, hat jeder einzelne Mensch einmal irgendeinen schweren Schicksalsschlag. Und dann bist du mit diesen grundlegenden Fragen auf jeden Fall einmal konfrontiert. Es kommt ja der Tag, da hört dieses Herzchen hier auf zu schlagen. Da macht's Patschi Patschi und die machen über mir den Sargdeckel zu. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann ruft Gott mich wiederum aus dem Nichtsein, weil diese Hülle, die ist dann nämlich kaputt. Die legen sie irgendwo in den Friedhof und nach 20 Jahren ist dann nur noch Kompost übrig. Da ist nichts mehr, ist nur noch Erde geworden. Ist wieder nichts, nichts mehr mit Olaf Latzel. Da wachsen da vielleicht irgendwelche Geranien oder weiß der Kuckuck was raus, was auf meinem Grab ist, aber dann bin ich wieder nichts. Aber dieser Gott, der mir Liebe zugetan hat, dessen Liebe ich in dieser Welt versuche zu erwidern, der ruft mich dann aus dem Nichts, aus dem Tod in die Ewigkeit. Wird's morgen, das ist das Allerstärkste. So einen Gott darf ich haben, der mich ruft aus dem Nichts, der mir dieses Leben gegeben hat und der mir am Ende dieses Leben ewiges Leben gibt, aus dem Nichts heraus. Das hat mein Gott drauf. Super. Und ich habe da jetzt drei solche Themen. Das eine ist ewiges Leben oder ewiger Tod. Das nächste ist Krankheit oder Gesundheit und Segen oder Fluch. Und das sind immer diesen Gegenspieler und oft durch Zufall in unserem Leben einfach so dahin, ja, aber sind uns oft gar nicht bewusst, dass das sehr wohl mit einem Buch zu tun hat, nach einer Gebrauchsanweisung. Wir alle Menschen haben eine Gebrauchsanweisung von Gott bekommen. Die Bibel, ja, jetzt werden natürlich wieder viele aufschreien oder ich weiß das, oder viele, ja, die was, ich weiß, damals, wie ich die Videos über New Age gemacht habe, mit der Esoterik und so weiter. Es gibt viele Menschen, die spirituell sind, die gläubig sind und so weiter, die natürlich oft ein Problem mit der Bibel haben, weil sie alles generalisieren oder, wie soll man sagen, alles über einen Kamm scheren und sagen, ja, hör mir doch auf mit der Bibel. Die ist ja von Menschen geschrieben oder von der Kirche und die war nur da, uns zu manipulieren und so weiter und erkennen aber nicht die Wahrheit, die tatsächlich dahinter steckt und dass genau das jetzt dieser Zeitgeist ist, der ja wieder genau darauf abzielt, dass man die Bibel als schlecht empfindet, dass man die nicht als gut empfindet, dass man sagt, nein, ich brauche keine Bibel, denn ich bin eher ein spiritueller Mensch, ich glaube an die Reinkarnation, an Buddha, an die ganzen hinduistischen, buddhistischen Lehren, an die Wiedergeburt, an Karma-Lehre und so weiter. Also da gibt es ja so viele auch Videos und wie soll man sagen, YouTuber, die alle in dieser Richtung ja unterwegs sind und dann verlässt man sich immer wieder auf irgendwelche Menschen, die irgendwelche Lehren sich da aus den Fingern saugen, teilweise sogar wahrscheinlich sehr gute Theorien haben, aber letztendlich dann diese tiefgreifenden Antworten, wie ich schon gesagt habe, eingangs, ewiges Leben oder ewiger Tod, ist es wirklich so nebensächlich, dass man sagt, man verlässt sich auf irgendwelche Leute, ja, der kann dir jetzt das Blaue vom Himmel erzählen.
viele ja, erfinden irgendwelche Geschichten, irgendwelche Fantastereien, was aber letztendlich nichts mit der Realität zu tun hat. Und die Bibel ist ja wirklich die, ich sage es noch einmal, die Gebrauchsanweisung für Menschen. Ich habe euch hier meine Betriebsanleitung mitgebracht. Ich habe einen Skoda Superb. Das ist die Betriebsanleitung für mein Auto. 275 Seiten dick. So, und wenn ich mein Auto irgendwie in irgendeiner Form in die Inspektion bringen muss, wenn ich da Öl nachfüllen muss, wenn ich Scheibenwischer auswechsel, wisst ihr, was ich mache? Ich gucke mir das Ding an, was mir hier Skoda gegeben hat, weil ich genau sage, das ist ja der Hersteller meines Wagens, also orientiere ich mich an dem, dann wird das alles schon funktionieren. Und wenn die sagen, nach 30.000 Kilometer, füll da mal das Öl mit der Spezifikation ein, das ist, glaube ich, die Spezifikation 53300, wisst ihr, was ich mache? Bei 30.000 gehe ich hin und besorge mir genau das Öl. Da komme ich nicht auf die Idee und sage zu meiner Frau, Schatz, du hast doch hier dieses gute Rapsöl, das schmeckt ja so gut. Also ich denke mal, ich schütte das auch mal rein. Also wenn mir das gut schmeckt, ist das bestimmt auch gut für meinen Skoda Superb. Ne? Da fährt er bestimmt auch ganz klasse. Da wisst ihr, was passiert. Nach 1000 Kilometer habe ich keinen Spaß mehr an dem Motor. Da halten wir uns genau an das, was hier drin steht, weil der Hersteller es ja gesagt hat. Da frage ich nicht nach, ob das Sinn und Zweck hat. Da rufe ich nicht bei Skoda an und sage denen, hören Sie mal, sagen Sie mal, wie ist das denn mit dieser Spezifikation von diesem Öl? Können Sie mir das mal erklären? Interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Ich weiß, mit dem Öl funktioniert das, wenn die das sagen. Also wird's reingegossen. Das hier ist die Betriebsanleitung für gelingendes Leben. Und wenn du dich an das hältst, was Gott dir hier sagt, der dein Schöpfer ist, dein Hersteller, der dich gemacht hat durch sein Wort, bitte, dann bist du gut beraten, dich daran zu halten. Ich mache jetzt 24 Jahre Seelsorge mit Menschen. Und wenn ich in 24 Jahren eines habe erkennen dürfen, Leute sind immer wieder gescheitert in ihrem Leben, weil sie meinten, sie seien schlauer als das hier, ob Christen oder Nichtchristen. Und es ging immer wieder schief, wenn sie anders gehandelt haben, als es in der Gebrauchsanweisung für unser Leben drinsteht. Und anders konnte ich immer wieder sehen und erleben, wie Menschen gesegnet wurden, wenn sie genau das befolgt haben, was da drin gestanden hat. Und das muss man mal beobachten, Menschen, die sich tatsächlich ernsthaft mit der Bibel auseinandersetzen und diese auch studieren oder wirklich versuchen, mit Gott in Kontakt zu treten und natürlich mit Gott auch sprechen und sagen, bitte hilf mir, lieber Vater, dass ich das verstehe, was du uns da in deinem Wort mitgeteilt hast. Und wenn du dich dann mit diesen auseinandersetzt, dann verändert sich wirklich tatsächlich so vieles in deinem Leben zum Positiven und da ist eine echte Kraft dahinter, hinter diesem Wort. Das ist ja das Wort Gottes und das ist natürlich ganz, ganz zentral für den Menschen, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt auf dieser Welt bin, ja, und ich weiß nicht, woher ich gekommen bin, wohin ich gehe, ja, und dann gibt's jetzt tatsächlich ein Buch, wo man weiß, da sind tatsächlich Antworten drin und da sind Berichte drin, die geschichtlich, historisch beweisbar sind. Also das ist ja nicht irgendein ein daher, wo man sagt, ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, ja, irgendwelche Menschen haben das geschrieben, sondern da muss man ja mal überlegen, welche Wunder da dahinter stecken, hinter diesen Schriften, die natürlich immer wieder auch bestätigt worden sind von verschiedenen Seiten her. Und das ist ganz egal, welche Arten von Religionen, auch wenn man jetzt das ganze Christentum hernimmt, in verschiedenen Konfessionen, da sind sich ja alle einig, dass das einfach das Wort Gottes ist und dass es tatsächlich ein heiliges Buch ist, wo man sagt, ja, das ist unumstößlich. Und spätestens dann, wenn du dich damit beschäftigst, damit auseinandersetzt, ich kenne, glaube ich, keinen, wo sich nicht sein Leben komplett fundamental wirklich verändert hat, wo man sagt, wow, unglaublich, in diesem Wort, da steckt Macht drin, da steckt Kraft drin, das ist einfach gewaltig. Ja, und jetzt muss man sich einmal vorstellen, jetzt sagt aber diese Schrift, ja, je mehr, dass du dich damit auseinandersetzt, ziehst du ja etwas an. Es verändert sich vieles. Vieles beginnt sich von selbst zu heilen. Es ist eine Kraft dahinter, die kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also das ist mir selbst passiert. Ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben gehabt. Da habe ich immer mehr oder weniger mit der Bibel mich auseinandergesetzt und muss aber jetzt sagen, je mehr
dass ich mich damit auseinandersetze und je ernster ich das Wort nehme, desto mehr Positiveres passiert in meinem Leben. Und jetzt ist, das ist auch vielleicht einer von den Punkten Segen und Fluch, dass man sich die Frage stellt, will ich mehr Segen in meinem Leben haben oder ziehe ich mehr einen Fluch in mein Leben? Und jetzt gibt es da draußen hunderttausende Theorien, noch Lebensweisen, wie man leben soll, wie man sich verhalten soll und. Jeder hat eine andere Meinung und so weiter. Aber letztendlich muss man sich mal die Frage stellen, wenn das jetzt tatsächlich wirklich das Wort Gottes ist, ja, dann muss einem das bewusst sein, dass er uns genau die richtige Anleitung gegeben hat, damit man das versteht. Und damit ich dann ein Leben im Segen führen kann, ja. Und das Wort Gottes, das entscheidet in deinem Leben, durch das alles gemacht ist, über Segen oder über Fluch. Deine Stellung zum Wort Gottes entscheidet über Segen und Fluch in deinem Leben. Auch nicht meine Idee. Lest es bitte nach. Alles, was ich hier sage, bitte immer kommen, wenn ihr Zweifel habt und sagt, so, Pastor Latzel, Sie haben da was gesagt, der und der Punkt, können Sie das mal in der Bibel verifizieren, können Sie sagen, wo da steht. Also, lest es danach, Segen und Fluch, Psalm 1. Da wird gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Der eine, der ist eben ein Spötter, der glaubt nicht, dass das im Wort Gottes steht, nicht? Der ist wie Spreu, die der Wind verstreut. Aber der sein Leben dem Wort Gottes anvertraut, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Segen. Das Wort Gottes entscheidet für dich über gelingendes Leben oder scheiterndes Leben. Könnt ihr auch nachlesen. Matthäus 7, am Ende der Bergpredigt, sagt Jesus, wer diese meine Rede, also meine Worte hört und glaubt sie, der ist wie ein Mann, der sein Haus baut auf Felsen. Wenn dann die Stürme kommen und rauschen dann an den Grundfesten, dann bleibt stehen. Aber derjenige, der mein Wort hört und es nicht tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Für eine Weile geht's gut, aber dann kommen die Stürme und dann stürzt es ein. Und wenn ich mich nach seinem Wort ausrichte, dann bin ich im Segen, ja. Und ja, da kommen wir dann auch zum ewigen Leben oder ewiger Tod. Ja, es ist einmal so, dass ja in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, wir alle, die jetzt hier zuschauen, dass wir gar nicht mehr existieren werden. Wir kommen aus dem Nichts und wir gehen auch irgendwo ins Nichts. Ja? Ausgenommen, du gehst mit Gott, dann schaut das Ganze anders aus. Gottes Wort ist stärker als Leben und Tod, Johannes 11, da liegt Lazarus schon 4 Tage stinkend im Grab. Legt die Bibel Wert darauf, dass das genauso gesagt wird. Der ist schon am Vermodern. Und dann kommt Gott in Jesus Christus und ruft ihn und spricht, komm heraus. Und dieses Wort Gottes ist stärker als der Tod. Das Wort Gottes lässt selbst die Toten nicht im Tod bleiben, sondern wenn das Wort Gottes erschallt, dann kommt selbst der Gestorbene wieder hervor. Was meine ich jetzt einmal damit? Ich bin der Überzeugung, dass wir, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir danach handeln, wenn wir unser Leben danach ausrichten und ganz speziell, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, dass wir Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt also, Jesus hat schon einmal gesagt, dass er das Leben bedeutet. Ja? Ohne ihn hast du kein Leben. Und das muss man einmal begreifen, ja. Wenn ich sage, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt und ich weiß nicht, was kommt danach, so Daumen mal Pi. Dazu ist, wie soll ich jetzt sagen, oft, was ist die Wichtigkeit in unserem Leben? Was ist wichtig in unserem Leben oder was ist unwichtig in unserem Leben? Und jetzt muss man sich einmal das Ganze auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die wichtigste Frage und die wichtigste Antwort in unserem Leben. Was passiert nach dem Tod? Also wenn wir sterben, was passiert da? Normalerweise müsstest du von jungen Jahren weg bis ins hohe Alter dich mit dieser Thematik auseinandersetzen, denn es kommt der Tag, an dem du deinen letzten Atemzug machst, du, ich, jeder,
wenn du dich umdrehst, ein jeder, der jetzt dieses Video schaut, in jeden, den du kennst, alle, die umgeben sind, sind, sagen wir mal, in 100 Jahren nicht mehr existent, ja, nicht mehr existent. Und da muss ich mir die Frage stellen, was passiert da, ja? Was passiert oder könnte es stimmen, wie Jesus gesagt hat, jeder, der an mich glaubt, der kommt ins ewige Leben. Auch wenn ich jetzt absolut ungläubig bin und nicht daran glaube, wäre es nicht zumindest einmal wert, sich damit auseinanderzusetzen, nachzuforschen, sich Gedanken darüber zu machen, was sein könnte, wenn ich sage, ich habe das ewige Leben oder ich gehe in die ewige, ins ewige Nichts. Ja? Wenn man sagt, ich entscheide mich dafür, für den ewigen Tod, ist natürlich jeden selbst überlassen. Ja? Genauso wie wenn ich sage, Krankheit und Leben, will ich das Leben anziehen, will ich die Gesundheit anziehen, das Gute anziehen oder will ich ständig irgendwelche Krankheiten anziehen und so weiter. Und auch, ja, auch das hat mit dem zu tun, wie ich mein Leben ausgerichtet habe nach den Heiligen Schriften oder nach der Schrift Gottes, nach dem Wort Gottes. Sobald ich es einmal herausgefunden habe, dass es tatsächlich das Wort Gottes ist, dass da drin die Anleitung, die Beschreibung ist für mich Mensch, dann weiß ich, wie ich ticke, wie ich funktioniere, wie ich mich verhalten soll in meinem Umfeld und. Und da rede ich wirklich vom ernsthaften Studium, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sich wirklich danach auszurichten. Und dann ziehe ich auch Gesundheit an, Vitalität, Freude, Glück und so weiter. Das heißt also, all die guten Sachen. Und selbst wenn wir, natürlich wirst du auch Schicksalsschläge haben, du wirst auch nicht davon bewahrt sein, dass du sagst, ja, Leid und Trauer hast du, ja, jetzt, wenn du jetzt Christ geworden bist, ja, natürlich, aber der Unterschied ist dann, wie gehst du dann nachher mit der Trauer um, wie, welche Hoffnung hast du, welche Zuversicht hast du, wenn du sagst, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass das Leben weitergeht, dass Jesus Christus existiert, dass Jesus immer auf mich schaut, wie ein beschützender Vater, der immer sozusagen seine Hand ausgestreckt hat oder mich an der Hand führt und so weiter, wenn du das ganz fest verinnerlicht hast und du weißt, Jesus Christus, du kennst ihn, du kennst seine Persönlichkeit, also nicht wie viele oft in der Esoterik, ja, da gibt es irgendeine mysteriöse Kraft oder diese göttliche Energie und so weiter. Ich meine, das ist sowas von unpersönlich. Das ist ja total unpersönlich. Stell dir da einfach einmal vor, wenn du im Todesbett, also wenn du im Sterbebett liegst, ja, machst deine letzten Atemzüge und dann schaust du, blickst du zum Himmel hinauf und dann sagst du, oh, du göttliche Energie, bitte hilf mir. Was ist denn das, ja? Nein, ich will persönlich zu jemandem, ich will dann rufen, Jesus Christus, bitte hilf mir, bring mich jetzt gut hinüber, begleite mich, beschütze mich, erleichter mir meine letzten Atemzüge und so weiter. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist immer ein Unterschied, ob ich persönlich eine Beziehung habe zu jemandem oder ob das nur auf einer reinen Oberflächlichkeit passiert. Und die ganzen, und ich sage es immer wieder, die ganzen esoterischen Lehren gehen alle total in diesen Egoismus hinein. Natürlich dieses ich bin Gott, ich kann alles, ich verwandle alles, ich verwandle Wasser zu Wein und so weiter. Also das ist jetzt übertrieben gesagt, ja. Aber dieses sich selbst als Gott darstellen, diese Gratwanderung natürlich heißt ja, man soll sich selbst lieben, man ist selbst der Tempel Gottes sozusagen, wo Gott in uns auch sich ausdrückt und so weiter. Daher sollen wir ja auch einen guten Lebenswandel haben und so weiter. Aber das heißt nicht, dass wir Gott gleich sind. Ja, und das wird immer sehr schnell verwechselt. Also sollen wir auf jeden Fall eine Beziehung zum lebendigen Gott aufbauen, zu Jesus Christus, der eine Persönlichkeit hatte, der ein Leben, der eine Geschichte hatte, der uns Gleichnisse gelehrt hat, der so vieles uns gelehrt hat, wie wir ein Leben führen sollen, wie wir wandeln sollen hier auf dieser Welt, damit es in dieser Welt
uns leichter fällt, beziehungsweise damit wir leichter durch diese Welt, durch Schicksale hindurchkommen und so weiter, und er uns immer wieder bei der Hand nehmen kann, wenn einfach ja schlimme Sachen auf uns zukommen. Und das meine ich ja auch bei Krankheit und Leid, was natürlich auch dann Christen genauso trifft, aber wir haben dann oft ganz andere Hoffnungen, ganz andere Heilprozesse. Da gibt es natürlich Beschreibungen, was alles an Wunder geschehen ist. Also wenn man sich im christlichen Bereich auseinandersetzt und wenn man da verschiedene Gemeinden besucht und so weiter, dann gibt es oft unglaubliche Geschichten von Menschen, die sich so verändert haben, die ihr Leben komplett umgestaltet haben, die plötzlich wirklich ein Glück angezogen haben oder Segen angezogen haben. Aber wenn ich Glauben haben will, dann darf ich das nicht, muss ich das nicht nur kennen, sondern ich muss es ohne Zweifeln für wahr halten und dann auch anwenden. Ich vergleiche das immer, wenn ich es meinen Konfirmanden erkläre, wenn man zum Arzt geht. Also wenn ich Mandelentzündung habe, da kommt der Arzt, stellt fest, pass auf, Sie haben Mandelentzündung, da schreibt er mir ein Medikament auf, Antibiotika. Dann sagt er, beziehungsweise passen Sie auf, Herr Latzel, nächsten 3 Tage, morgens, mittags, abends ein so ein Ding reinknallen und dann ist das erledigt. So. Und dann gehe ich in die Apotheke, besorge mir das und dann kommt es natürlich darauf an, dass ich nicht nur diese Medikamente besitze, die mir auf den Nachttisch schränke und dann immer so, was weiß ich, dann gucke oder so. Nee, ich muss das Ding wirklich anwenden, ich muss runterschlucken. Und so ist es bei der Bibel auch. Ich muss das verinnerlichen, inhalieren. Und wenn ich das glaube, für wahr halte und anwende und sage, wenn Gott mir sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann mache ich das, dann werde ich merken, wie der Segen kommt und wie Glauben in mir entsteht. Und das ist was ganz Fantastisches, wenn Glauben in einem entsteht. Das ist so gigantisch, das ist so stark, das bricht alles. Ja, dieser Beweis, dass hier, wie es auch heißt, Gottes Wort ist lebendig und übt Macht aus. Und da erkennt man einfach, ja, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr verändert sich in deinem eigenen Leben. Du hast ja diese Veränderungen, die du dann feststellst rundherum, sind ja eigentlich dann ein riesengroßer Beweis, dass das Ganze funktioniert. Ich habe euch im letzten Video schon gesagt, ich werde euch immer wieder jetzt von Predigern, von Christen, von Pastoren und so weiter auch immer wieder was einspielen, wo ich einfach glaube, die haben sehr gute Kenntnisse, die treffen oft genau diese Themen mit dem Nagel auf den Kopf, also wo man sagt, ja, das ist genau jetzt das, was ich brauche, das ist genau ja diese Botschaft, die eigentlich jeder hören sollte. Und da gibt's auch diesen Pastor, der mich in letzter Zeit auch sehr, wie soll ich sagen, der mich da sehr inspiriert hat oder motiviert hat, das ist der Olaf Latzel. Möchte euch jetzt auch von dem ab und zu mal was einspielen, immer wieder, wenn es passt. Also ich möchte jetzt nicht da irgendwie einen ganzen Vortrag, sondern ich werde euch da immer wieder, wenn ich selbst einen Vortrag halte und ich denke mir, hey, da passt vielleicht gerade das eine oder andere Statement von ihm hinein und da werde ich es dann reinschneiden, denn der ist wirklich voller Power, voller Energie. Und natürlich, jetzt kann man sagen, ja, die einen sind evangelische oder katholisch, 7-Tage-Adventisten oder Adventgemeinden und so weiter, die Adventisten. Ja, es sind einfach verschiedene christliche Religionen, die mich einfach momentan sehr interessieren. Und ich glaube nicht, dass es so zentral ist, sich da jetzt mit einer Lehre, egal welche Lehre die da jetzt haben, dass man sagt, ich versündige mich jetzt, nur weil ich jetzt genau dieses und jenes vielleicht jetzt glaube. Das heißt, es verändert sich sowieso immer die Einstellung, dass man sagt, ja, was könnte diese Feinjustierung, ja. Also es gibt diesen Grundglauben, wo man sagt, Jesus Christus mit all seinem Wirken, was er getan hat, ja, das weiß im Prinzip bei jeder, die ganzen Heilungen, wie er geboren ist, wie er gestorben ist und all das, ja.
Das ist sozusagen das ist Grundgerüst, ja, und über diesen Grundgerüst werden natürlich jetzt immer die verschiedenen Thesen aufgebaut. Ja, gibt es eine Entrückung, gibt es keine Entrückung, gibt es ein Leben nach dem Tod oder was passiert eben, wenn du gestorben bist und so weiter, da gibt es dann wieder unterschiedliche Auslegungen. Aber ich sage mal so, das ist diese Feinjustierung. Zuerst muss ich mal überhaupt schauen, wie kann ich ein besseres Leben führen, mein eigenes Haus in Ordnung bringen, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, das ganz Zentrale überhaupt, bevor ich mit irgendwelchen Thesen daherkomme über ja Entrückung, Nicht-Entrückung, Leben nach dem Tod, Dreieinigkeit, Nicht-Dreieinigkeit und so weiter. Was nützt es mir, wenn ich mein eigenes Leben nicht im Griff habe, ja, mein Haus nicht auf festen Fels gebaut habe, sondern auf Sand gebaut habe, sprich, ich habe nur irgendwelche chaotischen Beziehungen, ich habe irgendwelche Süchte, mit meinen Süchten belaste ich andere Menschen, ich schädige ständig Menschen, ich kann mich nicht benehmen, ich kann nicht meinen Nächsten lieben, weil ich immer zornig bin, weil ich ausflippe, ich bin ungeduldig oder ich bin sehr, sehr ängstlich, ich renne den ganzen Tag furchtsam in der Gegend herum, ich bin depressiv, ich liege den ganzen Tag im Bett oder ich komme nicht in die Gänge, meine Wohnung ist der reinste Müllhaufen. Ja, und da gibt's jetzt, da könnte ich jetzt diese Liste unendlich weiterführen. Das alles heißt, sein Haus nicht in Ordnung zu haben. Und solange ich dieses Haus nicht in Ordnung habe, kann ich mir nicht anmaßen, andere Menschen darüber zu belehren, wie sie irgendwelche Schriften auslegen sollen, wie sie leben, wie sie ihr Leben danach ausrichten sollen und, und. Also ich schaue immer zuerst auf Menschen, die ihr Leben in dem Griff haben, die ihr Haus auf Fels gebaut haben, die eine stabile Beziehung haben, die ein stabiles Leben haben, die fest im Leben stehen, die glücklich sind, die zufrieden sind, die dankbar sind. Ja, einfach, wo alles rundherum passt, ja. Und das ist einmal überhaupt ja der Grundstock, der gelegt werden muss. Und das ist das, auf was ich schaue. Und da gehe ich jetzt her und sage, ja, ich erkenne viele so YouTuber, Prediger und so weiter, wo ich einfach das Gefühl habe, ja, der steht fest im Leben, der weiß, von was er spricht. Der spricht sogar das an, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist eine extreme Selbstreflexion. Und genau um das geht's. Solche, wo ich glaube jetzt von meinem Gefühl her, das sind diese standfesten, gläubigen Menschen. Andere würden dann sagen, die Bibelfundamentalisten, aber ich glaube nicht, dass das Fundamentalisten sind. Zumindest Fundament, was ist ein Fundament? Ja, ein Fundament ist ja etwas Gutes, wenn ich die Bibel auf ein gutes Fundament aufgebaut habe und ich bin Bibelfundamentalist, ja, dann ist ja gar nicht einmal so schlecht, wenn man es jetzt wieder aus dieser Warte betrachtet. Also man sieht immer, wie das Ganze immer verdreht wird. Ja, auf jeden Fall spiele ich da immer dann was ein. In Zukunft, es wird eh gemerkt haben, wahrscheinlich habe ich eh zuerst auch schon was eingespielt vom Latzl. Ich kann mich hier hinstellen und kann euch erklären, dass 4x4 16 ist. Das ist kein Problem. Und jeder, der mehr als 50 IQ-Punkte hier oben hat, der wird das auch verstehen. Gar kein Problem. Das kriege ich hin. Aber dass Gott der Schöpfer ist, der dich lieb hat, so lieb hat, dass er für dich in Jesus Christus sogar gestorben ist, damit du eines Tages, wenn du ins Nicht gehst, ewiges Leben bekommst. Das kann ich dir nicht erklären, sondern das muss Gott dir selber offenbaren. Das musst du von Gott geschenkt bekommen. Durch den Glauben. Ich werde immer wieder dann vom Latzl was einspielen und werde aber auch immer wieder von anderen Pastoren, Predigern, Christen, Gläubigen oder wo ich mir denke, ja, die haben eine gute Botschaft, werde immer wieder was da einspielen, damit ihr mal merkt, wo ich mich jetzt gerade, in welchem Rayon ich mich jetzt gerade bewege. Und ja, da kann es auch einmal sein, dass ich einmal ein längeres, ein gutes Video mal zum Schluss einmal hineinspiele, wo ich mir denke, ja, da müsst ihr euch das Ganze anschauen. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen umdenkt, auch in diese Richtung geht, mehr die Bibel zu betrachten, Jesus Christus
in euren Fokus zu rücken und er soll immer mehr der wichtigste Mensch in euer Leben werden. Lasst ihn richtig hinein in euer Herz, damit dann diese Fragen, die einen jeden einmal betreffen werden, ewiger Tod, ewiges Leben, Krankheit oder Gesundheit, Segen oder Fluch, diese Punkte, die jeden einmal betreffen sollen, wirklich dann beantwortet werden anhand von einer Schrift und dann, wo ich mich ein bisschen orientieren kann und so ein besseres Leben führen kann, zumindest hier auf dieser Welt für eine ganz, ganz kurze Zeit und in der Ewigkeit dann sowieso. Ja, ich danke euch, meine Freunde, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Michi, tschüss und pfiat euch. Und wenn ihr merkt, dass der Schöpfer dieser Welt, der euch aus dem Nichtsein in das Sein gerufen hat, jetzt eben auch gerufen hat in seine Nachfolge, bitte dann verstockt eure Herzen nicht, sondern geht diesem Ruf nach. Ich kann euch nur anflehen im Namen Jesu Christi. Es gibt nicht oft diese Zeiten, wo Jesus, wenn Menschen noch nicht wiedergeboren sind, in ihr Leben hineinspricht. Aber wenn diese Zeiten da sind, dann fasst sie bitte. Verstockt eure Herzen nicht, sondern geht diesem Ruf nach.